Das Leben der Triesenberger ist tief verwurzelt mit der Landwirtschaft. So ist es auch bei Peter Seele und seinem Vater Martin, die ihre gesamte Freizeit mit den Ziegen und Schafen und den entsprechend anfallenden Arbeiten verbringen. Sachgemäße, liebevolle Betreuung, Ziegenmütter haben ihre Kinder um sich, Galopprennen rund um den Stall, überschäumende Lebensfreude. Der Frühling ist nun auch am Berg mit Macht gekommen. Der Hof des jüngsten Triesenberger Bauers, Gabriel Beck, liegt mitten im Wohngebiet im Weiler Tescherloch. Gabriel hat vor 3 Jahren den Maurerberuf aufgegeben und den Bauernhof seines Vaters übernommen. Endlich, mit 31 Jahren. Während Gabriel an diesem schönen Frühlingstag Gülle ausbringen muss, sind Vater und Bruder dabei, den Kühen das jährlich fällige, nicht immer schmerzlose Klauenschneiden zu besorgen. Nachbar Christoph hilft beim Güllefahren. Der Pachtboden ist weit verstreut. Das heißt lange Fahrwege, viel Zeitaufwand und ein großer Maschinenpark. Im Wohngebiet, inmitten der Häuser, kann die Gülle nicht mit dem Güllefass versprüht werden. Gabriel benutzt deshalb Schläuche, um die Gülle gezielt verteilen zu können. Bei Schafhalter Gottlieb Schädler ist heute das Schafescheren angesagt. 2-mal im Jahr werden die Schafe geschoren. Geübte Spezialisten aus der benachbarten Schweiz arbeiten im Akkord. In wenigen Minuten ist ein Schaf von seiner Isolationsschicht befreit. Früher hatte die Schafwolle eine enorme Bedeutung. Zum Herstellen der Kleider und Stoffe war man auf Schafwolle angewiesen. Seit aber in Europa Schafwolle aus Neuseeland und Australien billiger zu haben ist, ist die Schafwolle bei den Liechtensteiner Schafbauern zum Abfallprodukt geworden. Als Werner Büchel vor 10 Jahren von einem Schafbauer vernahm, dass die Schafwolle in die Abfallverbrennungsanlage nach Buchs gebracht wird, wollte das dem umweltbewussten Ruggeller nicht in den Kopf. Also ein Rohstoff, wo so wertvoll ist und so viele positive Eigenschaften hat, müsste eigentlich gestraft werden, wenn es nachher vernichtet wird. Er erwarb in Sennwald eine ehemalige, leerstehende, alte Textilfabrik. Seit Mitte der 90er Jahre verarbeitet er dort vor allem Schafwolle aus der Schweiz. Wenn der Staat, dachte Werner Büchel, die Verwertung der Schafwolle finanziell unterstützen würde, könnte dem ökologischen Unsinn, also dem Verbrennen der Schafwolle, begegnet werden. Er klopfte deswegen mehrfach in Vaduz an, aber man nahm ihn dort nicht ernst. Also ich bin mehr als einmal zum Landwirtschaftsamt gegangen und habe auch Vorschläge gemacht, was man machen könnte. So wandert die Wolle von einigen tausend Liechtensteiner Schafen nach wie vor in die Verbrennung nach Buchs. Eduard Bühler ist 68-jährig und neben Ottokar Schädler und Josef Beck der größte Schafhalter am Triesenberg. Auf der Fuchsecke hat er einen Stall, 2000 Klafter Boden und hält 125 Schafe. Du brauchst ja das Tier, was Heu frisst. Wenn es davon ein Grundding, du kannst doch das nicht auf Kippe anführen und da unten wollen Kompost machen draus. Und wenn du die Masse Heu irgendwie entsorgen willst, ja, wenn die Büchel noch heuer wird, oder? Den musst du also Tier haben. Und sonst geht nicht. Schau mal, ein Schaf, ein Rind, ein Geiss, das sind Tiere, die man Jahrhunderte schon im Berg oben hat. Welcher wird Walzer, wenn man ja von denen erzählen will, schon seit sie da sind. Das haben sie gewissen mitgebracht. Haben sie harmoniert.
Das ist eine wunderbare Sache, aber du hast noch nicht so viel studierte Trödel da gehabt, wegen jedem Ding drin gefunkt haben. Du ist ein klarer Fall gewesen, heute geht doch das nicht mehr.